Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, wir haben ja in der letzten Folge hier angefangen, eine große Umbauarbeit zu machen. Aktuell verfahren wir das ganze Material noch auf die nächsten Baustellen, die wir haben. Also wo sind aktuell unsere Verkippaufstelle? Warte mal, wo verkippen wir denn aktuell hin? Aktuell verkippen wir noch hier hin, dann können wir nicht noch an die Kohle vorne ran, die hier noch drin ist. Da ist ja auch noch relativ viel unterm Boden drin und so können wir dann Stück für Stück den Abbau genehmigen. Ihr habt mir auch ein, zwei Sachen geschrieben. Und auch, dass ich aufpassen soll halt, dass je mehr ich von den Großen habe, dass ich mehr von Wartung 2 benötige. Das ist mir sehr bewusst, aber bis jetzt schaut es eigentlich so ganz stabil aus. Ich produziere zwar immer noch ein bisschen mehr die ganze Zeit, aber der eine läuft noch und danach sollte mir relativ gut sein fürs Erste. Und wenn ich mich nicht irre, ist das eine Wartungsgebäude aktuell auch noch gut unter Kontrolle. Die Produktion hier hat halt ein bisschen, nennen wir, Schaden genommen in letzter Zeit. Das sollte sich hoffentlich beruhigen, sobald wir hier wieder zum Beispiel ein Produkt anstellen. Es ist halt aktuell alles bei einer Anlage geregelt. Also das da ist alles, ja, nicht optimal, nennen wir es so. Genauso wie die Glasverhüttung. Aber ich glaube, gibt es denn, haben wir nicht Glasverhüttung 2 irgendwie? Glasherstellung 2, genau. Oder gibt es dann die neue Anlage, die gleich doppelt so viel herstellen kann, 48 zu 72. Und die macht es noch viel besser, effizienter. Dann müssen wir halt schauen, dass wir dann hier einen Doppelzug. Oder ist das schon Hochofen 2? Nee, ne? Da kann man einen Hochofen 2 vielleicht sogar schon einbauen und dann dementsprechend das umbauen. Müssen wir den halt auch noch verbessern und alles. Aber hier kommt. Ist der Sandlieferant, richtig? Ja, also. Ich will mir überlegen, ob ich den mal upgrade. Also, wie gesagt, aktuell scheinen wir noch gut zu laufen. Es ist halt das Zwischenlager mäßig in Benutzung. Und was ihr mir auch gesagt habt, ist, dass ich hier oben doch erst das Holz abernten sollte, bevor ich anfange, das Ganze zu missbrauchen, wie ihr es nennen wollt. Da muss ich euch recht geben, das ist gar keine blöde Idee. Und das werden wir auch jetzt durchziehen. Wir schicken hier oben überall Baumäntel hin. Die sollen erstmal die ersten Kanten abnagen anfangen. Bevor wir die große Mine anfangen zu machen. Bevor ich sie eigentlich hingeschickt habe. Eigentlich habe ich sie hier hingeschickt, aber ich hier erstmal durch wollte. Bedeutet, ich werde das hier alles nochmal wegziehen. Und dann sollen sie erst auf der Seite anfangen, das alles abzunagen. Dann muss ich natürlich jetzt erstmal die Kollegen hier raus entfernen. Ich nehme zwei von den LKWs dabei, das ist gut soweit. Müsste ich eigentlich auch sehen, was der Tree Harvester hier kompatibel ist, oder? Ah, das sage ich gleich in der Produktion, oder? Share fährt jetzt rüber. Unsere Holzlager sind eh noch nicht abgegradet. Das kann ich mir eh gerade noch nicht leisten. Das wird aber hoffentlich in der Zukunft dann funktionieren. Wir müssen halt gerade Lager auffüllen. Das ist halt einfach aktuell so. Das Lager ist zum Glück gleich voll. Bedeutet, wir sind dann mit Konstruktion 4 wieder so weit, dass wir durchkommen. Brauchen wir aktuell mehr Kohle, wie wir kriegen können? Oder war das einfach nur eine Phase? Wäre gerade die andere interessante Sache. Die zwei Produktionen hier scheinen auch ganz gut voranzukommen. Energiemäßig stehen wir gut da. Haben ein Drittel mehr, wie wir aktuell verbrauchen. Was ich super finde. Was ist denn du für ein Problem? Warum willst du die Erde nach da unten verfahren? Du hast dieselbe Idee. Ach, warte mal, ich habe keine Verschüttgebiete mehr, ne? Dann schütten wir fürs Erste hier noch ein bisschen. Dann müssten wir noch genug Gebiete haben, oder? Ja. Dann müsste sich das Ganze gleich auflösen anfangen noch. So, was habt ihr für ein Problem? Ihr wollt, warum wollt ihr alle nach da unten? Ihr habt doch alle einen Schaden. Ihr
können alle hier verkippen. Ja, das ist, sobald du einmal anfängst damit, sind sie dumm. Wir müssen... Alter, wie schnell dieser Weg halt geht mit diesen Riesenbaggern. Es ist ja unnormal. Schaut bei dem mal... Oh, der ist fertig. Warte mal, da müsste ja irgendwo noch so einer rumfahren. Ah nee, das war ein Upgrade, glaube ich, in der Gruppe, oder? Kann das sein? Was ist denn jetzt schon wieder? Warum wollte ich alle nach unten? Kippt es hier ab? Ja. Oder habe ich den Weg einfach verkackt? Das war das Problem dann. Wahrscheinlich. Ein Stück für Stück aufkippen, dann wird das schon. Der auch wieder. Glaubt mir, das wird noch alles. Die Bagger kommen hier gut durch. Das ist schon mal eine gute Sache. Bisschen Blick auf das, wenn das Lager. Warnung melden, wenn leer. Ich schätze mal, ist das? Ah, das ist von der neuen Ding. Ja, das ist ein bisschen blöd, mei. Bergbaukontrollturm hat nichts mit zum Baggern. Das können wir verändern. Wir haben hier runter ja relativ breit gebaggert sogar. Von daher baggern wir halt jetzt hier Stück für Stück auch noch Sachen ab. Und dann da einfach durchbaggern, bitte. Dann sollten wir da auch wieder auf einen grünen Zweig kommen. Ja, da sind wir gut unterwegs. Er hat schon wieder seinen Anfall. Ich glaube, Pathfinding hatte jetzt mittlerweile bei mir schon die Probleme, weil ich relativ wirrwarrmäßig baue. Jetzt sagt er nicht, wer er will kippen. Er hat ja nicht gesagt, dass er kippen können, ist da vorne, ne? Ich weiß bloß, dass ich mir gerade mehr Arbeit mache für später, wie ich es machen sollte wahrscheinlich. Na, schau, die vier Bagger, die kümmern sich hier schon ganz gut drum. Ich habe immer hier Schiss, aber das ist einfach bis zu 80 circa muss das runtergehen und dann geht das schon wieder. So, meine Holzsammler müssten hier rein... Oder ich hab auch deswegen wird hier nicht mehr gebaggert. So, baggert die Ecke raus. Und baggert die Ecke auch raus, bitte. Wir haben hier noch genug zum Baggern, wie es ausschaut. Das sollte ja nicht das Problem werden. Oh, elektrische Heizkessel. Das macht das Kohleproblem zum Beispiel kleiner, weil ich nicht mehr überall Kohle brauche. Das könnte geil werden. Die Frage ist, kann man damit eine unendliche Liebe erzeugen? Dass man nur noch Wasser braucht, aber keine Kohle mehr zum Beispiel? Wenn ihr versteht, was ich meine. Elektrische Heizkessel macht aus 24 Wasser. Ich weiß, wie viel Strom braucht der? 8 Megawatt. 8 Megawatt macht 24 Dampf. Mit 24 Dampf kann ich einen Stromgenerator. Mir fehlt 24 Dampf. Kann ich 6 Megawatt machen. Mit 6 Megawatt? Nee, okay, also es ist unlukrativ as fuck am Ende. Aber möglich wäre es, nennen wir es so. So, die sollen dann die Ecke noch verkippen dürfen. Jetzt haben wir hier dann sozusagen Schutzbollwerk erbaut. Wie schaut es hier mit dem Kupfer aus? Ich glaube, da haben wir mittlerweile seitlich die Kante dann erreicht. Die kriegen von mir jetzt trotzdem hier noch die Anweisung, hier nochmal ordentlich nachzuschütten. Weil es ist ja sowieso wurscht. Es ist unsere Produktionslinie, die hier abgearbeitet werden soll.
Wie schaut es bei euch aus? Ihr seid fast durch, ne? Oder euch kann ich gleich umsetzen. Der Wald wurde auch großteils schon gerodet. Das ist super. Und dann kommt ihr jetzt hier runter. Und kriegt das Bereich als Arbeitsgebiet. Leute, ihr habt Aufgaben. Habe ich die Straßen hier nicht breit genug gemacht? Ach, goddammit. Ich muss die ganzen Straßen noch erweitern. Okay, doch nicht so eine leichte Sache wie gehofft. Ob hier ist dann eh wurscht, das braucht man hier wahrscheinlich noch eine Unterstützung. Weißt du was, dann kriegt ihr wieder einen Spezialauftrag. Ich würde hier gerne einfach mal ein bisschen was testen, das einfach mal als Gebiet festlegen. Sind sie zu Probebohrungen? Machen wir doch mal einfach hier eine Probebohrung. Hier drunter liegt ja gleich noch nicht mal was, ne? Dann graben wir noch nichts an. Es könnte eine zukünftige Mine eingefahren werden. Die Big Boys sind schon unterwegs. Alle vier, glaube ich, sind ja. Vier sind sie aktuell, ne? Wie viel haben wir hier? 4:9, ja? Das ist ein super Verhältnis. Ich hoffe dann, dass sie hier anfangen zu verkippen, anstatt irgendwo anders. Weil es näher ist von ihrer Sparte aus gesehen. Ich hoffe es mal abtrünnig, aber wir werden es sehen, wenn es soweit ist. Fahr nach hier vorne, hier kannst du was verkippen. Wir baggern uns hier schön durch und die Kohle ist ordentlich am Fließen. Ja, hier, der Kohletank ist auch wieder voll. Super. Superb, superb, superb. Ja, jetzt wird das Lager voll. Das bauen wir jetzt auf zu einem zweiten Stufe Lager. Dann haben wir mehr auf Lager. Dann ist es noch weniger ein Problem. Und wir stehen gut da. Aktuell schaut es ja eigentlich soweit ganz gut aus. Ich gebe beiden jetzt noch einen extra LKW mal für die erste Zeit. Damit die hier noch mehr und schneller Holz fällen können, weil es ja doch eine weite Strecke aktuell ist. Aber ich will hier nichts aufbauen aktuell. Einfach weil erstens, wir haben nicht den Stress, wir haben genug Holz auf Lager. Der Wald da oben wird eh nachher dann wieder gerodet, wie blöd. und wir werden hier Stück für Stück das Ganze eh in eine Mine umwandeln, nachdem wir uns hier einmal durchgebohrt haben mit den fetten Maschinen und dann hier drüben ankommen, wird das hoffentlich alles mal ein Wohngebiet werden und eine zukünftige Produktionsanlage. Und dann können die Kollegen von der Baggereinheit nämlich auch hier drüben hochfahren, hier anfangen abzukippen und dann können wir nicht zur Kohle auch zukünftig alles erschließen. Was natürlich auch noch ein Vorteil ist, wenn wir anfangen, hier alles abzubaggern. Wir haben halt ein bisschen mehr Spielraum, würde ich es nennen. Wenn wir uns hier durchbaggern, vielleicht können wir hier auch zuschütten, haben wir hier noch eine Abkürzung dann in der Strecke. Die fahren nicht ernsthaft bis darüber. Nee, die fahren hier rüber. Okay, die machen hier schon dicht. Die brauchen halt jetzt viel Zeit, weil sie immer wieder ein Stück weiterfahren müssen zum Abkippen. Aber dadurch wird die Straße halt schnell fertig. Das ist vorteilhaft mit den fetten Dingern, die haben halt so viel geladen. Schau, die haben wie schnell diese Straße breiter wird. Das ist viel zu cool.
Die fahren da, yo, ich hab noch ein bisschen was. Hast du auch noch ein bisschen was? Yo, hab ich noch. Da kommt schon der nächste nach. Die Hubbel scheinen sie auch noch nicht mal zu interessieren, also wirklich. Aber es ist halt. Schau, wie schön die Straße hier ist. Wunderschönes Gebiet, du. Die Bagger sind jetzt wahrscheinlich unterfordert, weil die. Ah, ich weiß nicht, in der kommt. Obwohl. Sind einige Bagger noch. LKW-Transporter noch da? Ach, schau mal, wie schnell die hier ein Loch drin buddeln. Das ist. Alter, das ist Tag und Nacht, wenn ich jetzt Stufe 1 Bagger nehmen würde und die Stufe 3 Bagger hier daneben stellen. Ey, da würde niemand sagen, das ist relativ gleich schnell. Es ist zu. Wo fährst du hin? Er gibt hier noch auf, okay. Ihr müsst da hoch, Leute. Die Brücke muss gemacht werden. Macht die Brücke weiter. Das ist natürlich jetzt noch praktischer. So werden wir natürlich noch ein bisschen flotter fertig mit den Kollegen hier, die in Masse das auskippen können. Vor allem dadurch, dass er dann natürlich eine sehr breite Verfüllmenge hat. Wenn du jetzt anschaust, 45 Grad Winkel circa. Sind wir jetzt hier ganz gut unterwegs. Aber wir haben uns jetzt auch fast durch die Erdbodenschicht durchgebuddelt. Bei den großen Freunden ist das schon wieder ein ganz anderes Level an Arbeit. Weiß gar nicht, wie lange hatten wir eigentlich hier dran gearbeitet? Einfach mal, ihr braucht hier noch. Ihr braucht wieder Arbeitsmittel, ne? Ihr kriegt von mir Arbeitsmittel. Alles, was hier zwischendurch ist, muss als erstes gefällt werden. Das wird wahrscheinlich als erstes durchbohrt. Könnt gleich wieder umdrehen, Jungs. Ach, schau, wir sind schon hier oben. Materialverkippen dauert natürlich ein bisschen, aber. Wir kippen auch schlauerweise übers Kalk drüber. Mei, ist halt so. Ich könnte natürlich auch überlegen, hier eine schnelle Straße rüber zu bauen. Mir aktuell ehrlich gesagt so ein bisschen wurscht. Die Bagger sind der Wahnsinn. Ey, ich schwärme nur noch über die, die sind super. Wenn ich mir überlege, wie wir angefangen haben. Wie es jetzt ausschaut. Hier drüben müsste es fast ähnlich ausschauen. Ja, hier ist halt keine Verbindung. Aber mit so einem Knochen. Und mittlerweile sind es nur noch Kanten hier. Also das hier ist das. Ja, und die Seite hier sind so die einzigen Seiten, die einigermaßen natürlich noch sind. Der Rest wurde schon vollkommen überarbeitet. Also das ist gleich die kurze Sache an diesem Spiel, dass du halt siehst, was du tust und wie effektiv was ist. Stell dir vor, du hättest so einen RTS-Simulator, wo du auch eher so Städte, so einen halben Städtebau betreibst mit Militär und allem drum und dran. Dann hast du, hebst du Gruben aus für geschützte Bunker oder sowas, Anlagen, und bist da mit den fetten Baggern unterwegs und hebst du riesige Anlagen aus zum Beispiel und übertreibst du aber wirklich. Was ist denn er? Ja, wir sind hier an der Kante gerade, ne? Aber wir sollten ja vorankommen, ne? Ja, der Stein, der tut es schon stabilisieren, der Stein, der hält es fest, der klebt da sich drauf und dann hat sich das auch nicht schlecht. Ja, schau dir die Bullis, die da kommen und dann so sagen, jo, jetzt kippen wir mal, ne? Und weg damit. Ja, das macht halt einen Unterschied jetzt. Das ist logistisch eine neue Überarbeitung der Strecke, weil einfach wir mehr Fläche brauchen. Aber der Teil wurde schon lustigerweise gekippt. Ja, wir sind eh schon fast wieder fertig. Hört ihr noch ein bisschen, dann habt ihr's. Nur noch ein bisschen. Dann müsste ich das Ganze erledigt haben. Ja, wie viel noch? Ja, da rutscht es halt noch ein bisschen. Ja, nicht runterrutschen. Kann das eigentlich passieren, dass ein LKW runterrutscht, einen Berg? Das finde ich ja absolut zu lustig. Ah, jetzt ist die Kante fertig. Ja, schau, wie da geht's jetzt wieder schnell. Das war die höchste Kante halt, absolut, ne? Schicke Sache, schicke Sache. Ja, jetzt geht's ab, jetzt geht's wieder rund. Da kommt der nächste schon wieder. Ist das cool? Wir müssen dann hier vorne vielleicht noch irgendwo eine Baufläche adaptieren für Tankstellen und alles. Wie ist denn aktuell hier die Baufläche eigentlich angedacht? Ja,
Erstmal sollten wir alles hier drüben ausheben anfangen, um uns eine Arbeitsfläche wirklich zu schaffen. Und dann können wir über die Mine fortreden. Einfach mal eine Arbeitsfläche freischaufeln anfangen. Wäre, glaube ich, schon mal ein Anfang. Und wie tief sind wir schon? Jo. Gleich seid ihr selber in eurem eigenen Grab gefangen. Ich sag's euch. Aber hier sieht es auch nochmal gut. Steinkante, Erdkante. Das sind, glaube ich, so 45 Grad, 40 Grad. Und das sind dann schon eher so an die 20, 25 Grad. Oder? Ja. Vielleicht. Ja, ich würde schon sagen 25 Grad. So circa. So circa, so roundabout. Ja, nächstes Mal müssen wir dann ein bisschen noch schauen, dass wir alles ein bisschen upgraden. Ne? Und dann sollte sich das auch erledigt haben. Alter, wie viel Kohle einfach auch, ne? Warum beschließt die Hälfte beschließt immer noch, oh, wir fahren hier hin? Oder ist die Straße offiziell schon... Na, noch nicht ganz. Ihr müsst noch ein bisschen machen, Leute. Ein paar steile Kanten gibt's noch. Wofür? Ernsthaft? Oh Gott. Das war gleich gerade das Dümmste, was ich hier gesehen habe. Mit einem leeren Ding hinten herfahren. Okay. Okay, okay, okay. Wie viel Megawatt produzieren die einfach eigentlich? Ich würde sowas gerne einfach mal produzieren, um zu sehen, wie viel sie bringen würde. Hier steht ja nicht mal eine Megawatt an deinem Verbrauch. Hier siehst du ja wenigstens, wie viel Strom du machst am Ende. Aber hier siehst du ja nur, wann sonnig im letzten Moment hängt von Effizienz davon ab, wie sonnig es ist. Also jetzt zum Beispiel 0. Gut, aber. Vakuumentzeitung haben wir dann auch noch. Das kann ich echt ein Würstchenprodukt. Aber wir müssen vielleicht nochmal wieder am Essen arbeiten, ne? Tankstelle 3, eine große. Das wird dann was finden und dann kommt. Oh, wir kommen dann schon echt zur Datenverarbeitung. Brutal. Weißt du was, wir stellen hier dann gleich den Rest auch in Warteschlange. Wir haben ja, wie es ausschaut, eine relativ große Warteschlange uns aufgebaut. Aber dann können wir hier nicht gleich das Schiff weiter upgraden. Und ready machen für den schlechte Zeiten fertig machen. Urananreiche und Kernreaktor. Und hier mit Kernreaktor 2. Ja gut, Leute. Aber ich würde sagen, das war's auch für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr nicht habt. Wir sind durch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.